Mich macht es wirklich glücklich, wenn ich zum Beispiel in einer Vorlesung irgendein Problem habe, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Komme dann vielleicht irgendwann auf eine Idee, das funktioniert dann und dann kriege ich ein anderes Problem mit anderen Zahlen einfach nur und dann funktioniert es nicht mehr. Also habe ich scheinbar nur irgendwie zufällig dann was Halbrichtiges herausgefunden. Und wenn ich dann danach verstehe und nachvollziehen kann, wie es wirklich der Algorithmus oder was auch immer ich da gelernt habe, wie der wirklich funktioniert, das macht mir auf der Seite vom Studenten wahnsinnig viel Spaß. Und auf der anderen Seite als Tutor ist es eigentlich genau das Gleiche, dass es mir sehr viel Spaß macht, wenn ich Studenten genau aus dieser Verzweiflung heraushelfe. Also mir würde es überhaupt keinen Spaß machen, jetzt Studenten etwas beizubringen, wo denen von Anfang an relativ klar ist, wie es funktioniert. Sondern wenn man vor irgendeiner Aufgabe ist und keinen Schimmer hat, wie sie funktioniert, und nach dem Tutorium kommen die Studenten raus und haben es wirklich verstanden, warum wir das Zeug machen und wie es funktioniert, das macht mir große Freude.